Liste, Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von hier Medieval Dynasty. Ja, in der letzten Folge haben wir hier den Dorfältesten, glaube ich, kennengelernt, den Chef hier von diesem Dorf. Wir haben jetzt eine Bauerlaubnis, wir dürfen hier in der Nähe bauen. Müssen im Kapitel 1 neu anfangen, wir brauchen noch einen Holzhammer, dann sollen wir ein paar Bäume fällen und uns eine kleine Hütte bauen, sodass wir irgendwo schon mal ja, uns selbst niederlassen können. Muss mal schauen, wo genau das... Ja, gibt ja hier mehr Möglichkeiten. Das ist, so sieht das Land hier ungefähr aus aktuell. Man scheint auch ein bisschen außerhalb bauen zu können. Ich will zwar einmal so Stadtmauern zur Sicherheit, aber hier innerhalb des Dorfes, da ist glaube ich kein Platz mehr. Man kann ja auch mit den ganzen Leuten sprechen. Malvina. Hello there. Immer zumindest auch ein bisschen, ne? Alter 21, Zuneigung 0%. Guten Tag, Fremder. Ich habe dieses Tal jetzt schon eine ganze Weile durchwandert, aber ich suche noch immer nach dem richtigen Ort, an dem ich mich niederlassen könnte. Was kann ich für dich tun? Unterhalten? Ich bin gerade dabei, eine neue Siedlung. Ne, das machen wir noch nicht. Ist dir in letzter Zeit irgendwas Interessantes zu Ohren gekommen? Romantik? Wo finde ich unterhalten? Was beschäftigt dich im Moment? Wie war dein Tag bisher? Worum bist du besonders begabt? Hast du irgendwas Schwierigkeiten? Ah, der Frühling ist jedes Jahr so erfrischend und herzerwärmend. Er erweckt mich immer wieder zu neuem Leben. Kein Wunder, dass Grün als Farbe der Hoffnung gilt. Toll, haben wir dadurch keine Zuneigung gewonnen? Dachte. Ja, schönen Tag noch. Ehefrau, die richtige Frau zu finden, ist der erste Schritt, um das Fortbestehen deiner Dynastie zu sichern. Deine Liebste wird schließlich bei dir einziehen und kann verschiedene Aufgaben für dich übernehmen. Eines Tages wird sie dir dann einen Sohn oder einen Erben schenken. Aber eine Liebe ist ja bekanntlich nicht jemals so einfach. Als erstes musst du natürlich ihr Herz gewinnen. Schön. Peter. Weiß gar nicht, soll ich jetzt hier am Feuer? Kann ich jetzt hier am Feuer eigentlich auch einfach schlafen? Ich schaffe doch jetzt keine Hütte mehr zu bauen. Aber gut, wir gucken mal. Wir haben Handarbeit. Wir brauchen noch einen Holzhammer. Den können wir sogar noch herstellen, weil wir noch einen Holzstamm übrig haben. Was? Schneeball. Ist nicht die richtige Zeit für Schneebälle. Na, okay. Einziehen in dein Haus erst bei 100% Zuneigung. Romantik benötigst du für die Zuneigung, um später eine Frau zu finden. Okay. Ja, Firefighter, danke, danke, ne? Braucht Tutorial gar nicht hier durchgehen. Firefighter weiß alles. Darf ich hier mit rein? Ne. Achso, doch. Ich kann theoretisch tatsächlich auch reinlaufen. In Häuser. Lebt. 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 Ei. Kann mich einfach hier irgendwo hinlegen, ne? Stehlen. Ist wohl belegt. Bin auch egal, dass sich hier ein Fremder bei denen im Haus steht. Aber gut. Wie spät ist es denn jetzt? Wo sehe ich das denn am besten? Ist das echt am besten hier? 20 Uhr ist es jetzt. So, das ist Filter. Na, Filter wollte ich eigentlich nicht. Also Gebäude. Häuser. Einfaches kleines Haus. Das darf ich sogar bauen. Ich meine, so einfach und klein sieht es nicht aus. Und hier ist es auch überall rot. Vielleicht ist es hier fast irgendwas nicht. Nicht bauen, ist es zu nah an einem anderen Dorf. Hä? Ich denke, ich darf hier bauen. Also ich muss sogar weiter weg. Darf nur so grob in der Nähe wohnen, oder was? Wahrscheinlich das, was du meinst, in der Nähe der Brücke. Jagdgebiet entdeckt Ente. Aber hier kann man irgendwann Enten jagen. Holzbrücke. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu langsam hier. Also, warte. Bauen. Gebäude. Haus. Einfaches Haus. Ja, guck mal, hier war es kurz grün. Das ist auch schön, hier unten am Wasser zu wohnen.
Wollen wir denn die Fenster? Diese Fenster sind nach hinten wohl. Wollen wir Kurs drehen. Haben wir auch Fenster? Ja, also da sind glaube ich echt gar keine Fenster. So. Jetzt haben wir hier irgendwo eine Baustelle wahrscheinlich. Jetzt muss ich vielleicht meinen Hammer mal in die Hand nehmen oder so. Weiß ich nicht genau. Den Hammer, wo habe ich ihn denn? Holzhammer da. Hören wir mal auf die 6. Genau. Mal einfaches Haus. 0%. Fundament erforderlich Materialien. Holzstamm. 8 Stück. Nicht genügend Rohstoffe. Ja, da geht's los, ne? Hier haben wir ein paar Bäume, die kann ich direkt fällen. Mit der Axt. Ja, ihr seht nichts. Ich muss eigentlich echt schlafen. Ach so, Fenster und Türen kann man später selber entscheiden, wo man das hinbaut. Hätte ich selber ein Feuer schon bauen können? Möbel, Fallen und Dekoration. Tische, Beleuchtung, Blumengefäß da unten. Lagerfeuer. Ein einfaches Feuer braucht man 16 Stöcke. Kommen wir unten an die Brücke so ein kleines Feuerchen. Das gefällt mir gut. So. Nahrung, Essen ist lebenswichtig. Ja, da müssen wir auch immer drauf achten. So, Firefighter, achte lieber darauf und gib mir ab und an mal Info, wenn ich essen sollte. Also, ich brauch's mir nicht das ganze Spiel, ne, vorleben. So, auch wenn das gut gemeint ist und du alles weißt, so nach dem Motto, ne, wie gesagt, ich will auch selber ein bisschen im Spiel was entdecken. So. Nein, doch. So, muss ich das jetzt noch bauen? Feuer. Andi, das hat er automatisch. Das ist ja praktisch. Schlafen bis zum nächsten Tag. Ja, ne? Das ist schöner für euch, schöner für mich. Das Ganze im Hellen. Oh, hell, ja, genau. Das ist aber ein bisschen morgen. Wie sich hier. Einfaches Lagerfeuer ist auch noch da. Aber jetzt können wir erstmal die Bäume hier fällen, ne? So. Der Fackel hätten wir auch ein bisschen was gesehen bei der Nacht, das ist richtig. Achso, da brauche ich wieder eine Schaufel, damit wir die wegkriegen, ne? Also Firefighter gerne, wenn ich Fragen stelle, ist cool. Ansonsten, wie gesagt, ne? Nicht alles spoilern. So. Inventar. Muss wahrscheinlich, es ist morgens. Ich muss morgens erstmal was essen. Wie wäre es mit ein bisschen Trockenfleisch zum Morgen? Wegwarte, Effektdauer, geringere Lebensmittelverbrauch, 25% für eine Zeit lang oder wie? Ja, das wird noch spaßig, das alles rauszufinden mit der Zeit. Was ist wie? So, guck mal, das kann man einfach so essen ein bisschen. Dann haben wir ja auch Äpfel. Wir sollten eben ein paar Obstbäume anpflanzen. Gänseblümchen, 2 Gesundheit, 40 Sekunden Effektdauer steht das, glaube ich, ne? 25% geringer Wasserverbrauch. Ja, Haferbrötchen, da sparen wir uns noch ein bisschen. Wir gehen nochmal schnell mal zum Wasser und trinken, das ist ja auch praktisch. Wenn wir unser Haus hier direkt am Wasser haben, können wir hier hingehen und da einfach aus dem Fluss ein bisschen austrinken. Und das ist auch eigentlich schon gar nicht schlecht hier. Ruhige Gegend gefühlt noch, aber mal gucken, was kommt mit der Zeit. Immer alles aufsammeln, ne? Steine, Stöcker. Da haben wir fast alle Stöcker jetzt verbraucht. Ja, wie gesagt, Firefighter, zwischendurch ist so ein bisschen gerne Tipp auch gut, aber nicht von wegen, ne, im Sekundentakt irgendwie einen Tipp reinhämmern. Das ist dann too much, auch wenn es nett gemeint ist, danke dir. So ein großer Baum bringt gleich auch deutlich mehr Holz. Frage wäre jetzt, wächst das Holz nach? Muss man Stumpen da lassen? Sollte man Stumpen wegmachen? Das wäre mal, vielleicht weißt du da was zu.
Man weiß es ja zum Beispiel in anderen Survival Games, bei The Forest ist es ja so, wenn man den Stumpen da lässt, soll es wieder nachwachsen. Wenn man alles wegnimmt, soll nichts nachwachsen. Bei einigen Spielen ist es, ne, man fällt den Baum, kriegt ein bisschen Holz. Oder man muss selber Bäume wieder pflanzen. Ganz schön viel von diesen Pilzen, aber die sind ja nicht so richtig nice. Ne? Also wir können uns da gut mit vergiften. Weiß ich gar nicht, aber vielleicht können wir die später ja verkaufen für ein paar Euros. So, auf jeden Fall haben wir jetzt ein paar Taler, Münzen, wie auch immer wir es nennen möchten. Hier unser kleines Bauvorhaben. Wir haben jetzt 7 Holzstämme, so dass wir das Fundament schon mal fertig bauen können. Siehst du, 6% von unserer Hütte stehen. Nice. So, erforderliche Materialien, Holzstamm. 8 Stück nochmal. Ahornbaum. Achso, das sind auch unterschiedliche Baumsorten. Stehen lassen. Wachsen nach. Kannst aber auch den Schaufel entfernen. Sinnvoll das Entfernen beim Dorfbau. Wegen Platz. Das verstehe ich. Vielleicht kann ich noch, noch mehr draus machen. Auch meinen, dass ich jetzt erstmal ordentlich ein paar Bäume fällen und mitnehmen, aber das geht bei dem Spieler auch nicht, weil man kann da nicht irgendwie 100 Stücke mitnehmen. Das ist dann gewichtstechnisch ist man, glaube ich, recht schnell ins Limit gekommen. Wollen wir mal gucken, wir haben jetzt, wir tragen aktuell 44,5 Kilo von eigentlich nur 35 mit uns rum, was dann zur Folge hat, das ist maximale Geschwindigkeit gerade. Ne? Also das ist eigentlich, das ist Rennen. Oh, da ist auch noch so ein kaputter Wagen am Rand. Oh, was liegt hier denn alles? Weizen. Büschelweise Weizen. Den Wagen können wir nicht verwerten. Ja, wir müssen weiter bauen, ne? Jetzt haben wir natürlich noch mehr eingesammelt, das heißt, wir sind noch schwerer. Ich weiß nicht, ob man noch mehr sammeln kann und sich dann irgendwann gar nicht mehr bewegen kann, aber sieht man eben auch, glaube ich, dass ihm das aktuell zu schwer ist. Aber ja, wir können ja erstmal weiter bauen. Wir haben wieder Holzstämme genug, so dass wir hier schon mal so, ne? So sieht die Hütte doch schon mal noch was aus. Alte Moin. Die rote Anzeige ist Gewicht, ja, und taucht dann auf, sobald man zu viel hat. Stöcke haben wir schon mal genug. Wir brauchen aber auch gleich wieder ja, wir können hier auf jeden Fall die Stöcke schon reinhämmern. Das? Oh! Also hier können wir dann noch entscheiden später, wo wir ein Fenster haben und wo nicht. Na gut, wenn man in die Richtung den Weg schon mal im Auge hat, ist ja auch gut. Und in die Richtung würde ich sogar, sehe ich aber auch noch ein Fenster eigentlich. Steinwand mit Fenster, Holzwand mit Fenster. Also wir können auch Steinhütten bauen. Ich glaube, ich baue jetzt aber standardmäßig erstmal eine Holzhütte. Steinhütte wird man wahrscheinlich länger halten, aber später. Das Gewicht. Alles, was du selber aus deinem Inventar rausschmeißt, bleibt für immer liegen. So kannst du die Stämme vor das Haus ablegen und wieder welche fällen. Und wenn du mehr liegen hast, in einem Stück bauen, okay? So, Gebäude. Das Gebäudemenü kann über den Baumenü aufgerufen werden. Wähle das Gebäude aus, das errichtet werden möchte. Und such dir einen geeigneten Platz dafür. Ja, sind wir ja doch schon dabei. Brauchst du mir nicht erzählen. Hopp. Nur noch ein zweites Bäumchen. Ich bin's. Ja, mal moin. Heute spiele ich Medieval Dynasty. Wahrscheinlich wird es wieder einen Dynasty Dienstag geben. So wie wir hatten ja mal den Farmers Dynasty Dienstag so ungefähr. So jetzt mit Medieval Dynasty. Schöne Mischung finde ich aus Survival,
erforschen, kennenlernen, bauen, was auch immer, erweitern. Also es ist grafikmäßig auch echt top. Bin gespannt später auf die Jagd auch, wie das funktioniert, ob ich hier auch mit Pfeil und Bogen umgehen kann, um Tiere aus der Wildnis zu jagen. Und natürlich brauchen wir dann Fleisch und so weiter. Wir müssen handeln. Wir haben also Münzen eben, ne, später, um, ach, wenn wir jetzt denken, wir wollen hier eine schöne Farm aufbauen, auch solche Kühe haben oder Gänse oder sonstiges. Später, dann müssen wir natürlich auch alles irgendwie einkaufen. Dafür brauchen wir eine ganze Menge Geld. Talas, Münzen, wie auch immer. So, mal weiter bauen hier, ne? Also immer ein Stück. Genau, guck mal, ein Stück Holz ist fertig hier, nice. Nobel Hummer, vielen Dank. Du bist es ab. Abonniert auf für 6 Monate im Voraus. Vielen Dank für 6 Monate im Voraus. Nobel Hummer, danke dir. Vielen herzlichen Dank. Und moin natürlich auch. Danke fürs Reinschalten. Auch wenn es nicht der letzte ist. Generell vielen Dank fürs Reinschalten. Wenn es euch gefällt auf YouTube, Leute, seid gerne aktiv. Unterstützt mich gerne mit einem Like und schreibt gerne, was ihr von dem Game haltet. Wie gesagt, ich sehe da aktuell ein bisschen mehr Potenzial und für mich persönlich mehr Spielspaß drin als in The Forest. Und danach muss ich hier gehen und von daher, auch wenn The Forest neu ist und übertrieben gehypt wird, wobei ich glaube, es ist auch langsam am Ende. Aber für mich ist es irgendwie ein bisschen zu sehr Teil 2. Nach dem Motto, so richtig, ne, das Bausystem ja, aber was man da alles, das ist mir zu wenig irgendwie. Das ist ja täglich eigentlich nur damit beschäftigt, irgendwelche Bekloppten zu erledigen, die einem die Base einrennen. Und nee, ich brauche hier so ein bisschen dieses Bauen und ein bisschen mehr Craften, Forschen, Handeln vor allen Dingen auch mit den Münzen. Wenn wir hier später uns Gegenstände craften, die wir dann wieder mit Gewinn in der Stadt verkaufen können oder im Dorf, eher gesagt, Stadt ist ein bisschen übertrieben. Ja, später dann eben auch unser eigenes Dorf gründen, versuchen die Leute aus dem anderen Dorf abzuwerben. Wie gesagt, und dann die Dynastie irgendwann weiterzuführen. Ne? Das ist schon ein cooles Spielprinzip. Ich habe das Spiel auch schon wirklich lange auf dem Plan mal, genauso wie eben den Farm Manager 2021. Sind jetzt ja 2 neue Games von mir. Dafür wird natürlich definitiv The Forest erstmal, naja, ganz weg vielleicht noch nicht. Vielleicht machen wir es im Multiplayer noch alle 2 Wochen abwechselnd mit dem Ranch Simulator. Aber das muss ich nochmal mit den anderen schnacken, wie weit die noch zu Forest motiviert sind. Ein Single Let's Play, wie gesagt, das lasse ich erstmal auf Pause. Oh, das sieht ja schon mal fast noch ein bisschen was aus hier, die Hütte, ne? Die kriegen wir heute fertig, glaube ich, wenn wir jetzt ein bisschen Gas geben. Hier, guck mal, das Dach, da haben wir ja schon ganz gut was für gesammelt. Vielleicht kann ich eigentlich gedrückt halten. Ja, ich muss nicht die ganze Zeit wie dumm immer. Ich klicke die ganze Zeit über klick, 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 klick. Ich muss eigentlich nur gedrückt halten. Hoi Hot, vielen Dank auch für den 12. Monat. Gegrüßt, moin moin. Danke für den Support natürlich auch. Rechtband. Da fehlen uns wieder Holzstämme. Hier können wir noch ein paar Stöcker reinhämmern, aber da brauchen wir dann auch den Holzstamm. Aber ist ja schon mal gut, wenn ein paar Stöcke los sind, dann tragen wir auch nicht mehr so schwer. Oh, das dauert schon ein bisschen. Wie gesagt, es gibt einen Modus, dass man das beschleunigen kann, aber finde ich, am Anfang brauchen wir gar nicht. Man will das Spiel auch erstmal so kennenlernen, wie es eigentlich gedacht ist. War ja doch ein bisschen kaputt, ne? Wie sieht es denn eigentlich aus? Also wir sollen mal wieder einen kleinen Schluck trinken. Ja. Essen warten wir noch mal ein bisschen, ne? Dann gönnen wir uns vielleicht demnächst mal ein schönes Haferbrötchen. Und dann müssen wir halt in der Stadt oder im Dorf auch mal gucken. Das ist ja am Anfang, wir werden uns, glaube ich, noch nicht so groß jetzt hier selbst pflegen können. Weiß ich zumindest noch nicht wie. Und da müssen wir dann erstmal in der Stadt gucken, ob wir da Brötchen irgendwo kaufen können und so, oder Fleisch oder Suppen. Und es gibt so unglaublich viele unterschiedliche Essensgeschichten, die ich irgendwo gesehen hatte. Ich weiß nicht. Schon mal speichern. Naja, macht Autosave regelmäßig. Gut, brauchen wir keine Panik haben. Wir sind im Mittelalter. So, Brunnen. 20 Bautechnik, 33 Punkte, also Brunnen, glaube ich, können wir schon langsam bauen. Da weiß ich auch noch nicht genau, wie diese Technologie funktioniert. Überlebenstechniken. Also scheinbar immer, ne, wenn man genug Punkte hat, wird irgendwas freigeschaltet und man darf das dann bauen sozusagen. Also diese Schemata werden dann freigeschaltet im
eigenen Baumenü und steht einem dann eben zur Verfügung. Und so ist es halt, man macht hier die ganze Zeit Erfahrung, lernt was. Hier sehen wir auch später Steuern, Schulden, also wir müssen auch Steuern bezahlen an den hier Dorfeigenen. Und später, wenn wir ein eigenes Dorf haben, glaube ich, dürfen wir selber die Steuern kassieren. Hier sehen wir, was es alles zu essen gibt. Meerkornbrot, Obsttarte, Fischtarte, Obstkuchen, Fleischpastete, Weißbrot, Weizenbrot, Eimer mit Milch, Haferbrötchen, Roggenbrot, Fladenbrot, Gemüsesuppe, Fladenbrot, Rührei mit Pilzen, Quark, Rote Betesuppe, Rühreier, Kohlsuppe, Fleisch mit Soße, Apfelbrei, Eintopf, Haferbrei, Roggenbrei, Beerenbrei, gesalzenes Fischfilet, Pilzsuppe, gebratenes Fischfilet, Kohl, Salzfisch. Und es geht so weiter noch, ne? Pflaumensaft, Apfelwein, Birnensaft, Kirschwein, Hecht, Apfel, Honigwabe, Kirsche, Barsch, Fleisch. Oh, können wir auch angeln, das ist auch nice hier. Wir sind ja hier am Wasser, können wir angeln? Brauchen wir eine Angel, ne? Und die Enten müssen wir jagen. Egal, ich soll weiter bauen. Auch noch ein bisschen Holz, ne? Aber ein kleines Bäumchen, das bringt ja wahrscheinlich auch nichts. Wir gucken, ich suche mir mal ein größeres Bäumchen aus der Gegend. Moin moin. Erstmal ein paar Rezepte für den LS22 abschreiben, ja. Lebensmittelproduktion lässt grüßen, ne? Angeln nur mit Speer, okay. Sehe ich die Fische denn hier theoretisch im Wasser? Oder ist das nicht am Fluss, sondern muss ich irgendwelche Seen auf der Karte für? Hier ist ein großer See. Da oben ist so eine Seenlandschaft, weil die Karte ist ja auch echt riesig. Also wir werden, bevor wir, ups, jetzt habe ich wieder so ein Teil gesetzt, wo wir die erkundet haben, werden wir wahrscheinlich schon alleine locker 50 Folgen bestimmt brauchen. Hier sehen wir jetzt auch, wo wir unser Häuschen bauen. Und natürlich können wir uns dann auch mal die anderen Dörfer in den nächsten Wochen mal anschauen. Gucken wir nach dem Motto, wo denn die schönste Frau lebt, die später bei uns denn wohnen darf. Oder mit Pfeil und Bogen. Fische sind zu sehen in kleinen Schwärmen. Okay. Ich sag schon wieder zu schwer. Was ist denn los? Ich glaube, das habe ich auch mal irgendwo gesehen. Man kann natürlich auch später einen Rucksack oder irgendwas craften, ne? Oder irgendwie sich stärker machen, keine Ahnung. Damit man halt ein bisschen mehr als mit 35 Kilo nach Kilos durch die Gegend kommt. Ruhig. Was da so ruhig. Ein bisschen leise ist der ambiente Sound eigentlich. Ich weiß gar nicht, das habe ich doch aber nicht aus, ne? Eigentlich, was befreie mich, beenden oder was? Fotomodus können wir gleich machen, wenn wir das Haus fertig haben. Das wird eigentlich ganz gut passen. Wenn wir das Haus noch fertig kriegen, wahrscheinlich nicht, wenn ich so weiter rumeier. So, nehmen wir erstmal wieder den Hammer zur Hand hier. So. Na, guck mal jetzt. Zack. Haben wir schon so viel vorgebaut. Oh, sieht gut aus. Kapitelquest. So, Kapitelquests sind eine Reihe von Missionen, die zu Beginn des Spiels erscheinen und die dich mit den wichtigsten Aspekten des Spiels vertraut machen. Sie leiten dich durch die ersten Phasen der Siedlungsbaus. Durch das Abschließen von Kapiteln erreicht dein Dorf nach und nach höhere Entwicklungsstufen. Von diesen hängen die maximale Anzahl an Gebäuden ab, die du errichten darfst. So, danke. Neue Quest. Unigos Geschichte Teil 1. Sprich mit Dobroniga, das ist die hier Rolle von ihm, ne? Neue Quest, Kapitel 2 Überlebenskünstler. Stelle eine Falle auf, Hasenfalle. Holzspeer einmachen, ein Steinmesser machen. Erjage ein wildes Tier. Überlebe eine Jahreszeit lang. Oh, eine Jahreszeit. Tisch, tisch. So, dann wollen wir mal gucken, wie unser Haus am See aussieht. Es gibt, wie gesagt, die Möglichkeit hier. So, das ist hier unser Modus. Das sind ja wir. Und es gibt jetzt irgendwie diesen, so einen Fotomodus. Müssen wir doch hier jetzt irgendwie mal gucken, ob wir da noch irgendwie ein schönes abschließendes Kameramodus starten. Kann man nämlich komplett rauszoomen und wie auch immer, ne? Das hier ist dann unser kleines, aber feines aus. Location schon nicht so schlecht, ne? Kann man auch richtig rauszoomen, wie auch immer. Schon mal ganz cool gemacht, dass man sich das so auch ein bisschen angucken kann.
Gerade später, wenn man eine größere Siedlung baut und das auch mit ein bisschen Deko rundherum gestaltet. Ja. Das ist jetzt unser erstes Haus. Da wollen wir in der nächsten Folge weitermachen. Bin gespannt, was uns denn als nächstes erwartet. Wir werden natürlich schon versuchen, klar, die Kapitel jetzt am Anfang erstmal um das Spiel kennenzulernen, durchzuarbeiten. Oder damit wir nachher auch Profi sind, ne? Ja, mal schauen. Was ist das da unten? Ich weiß nicht. Da wird irgendwas eingeblendet unten, da wo gerade eben das Gewicht war. Was ist das jetzt? Ist das immer das Gewicht? Vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.